Was gibt's Schöneres, als am Morgen Post zu bekommen mit einem schönen Kleinanzeigen-Deal? Ja, hallo erstmal. Es ist wunderschönes Wetter und ja, ich bin aufgewacht, habe gerade ja, den Postboten sozusagen abgefangen, habe ein schönes Paket bekommen. Was sich da drin befindet, das schauen wir uns gleich an. Das da drin ist ein Kleinanzeigen-Deal, den ich für ja, mit Versand 14 Euro gemacht habe. Es ist, sollte ein Transformer sein und noch irgendwas anderes. Und sogar ein Goodie, hat man mir geschrieben, ist dabei. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worum es sich handelt. Ja, wie gesagt, 14 Euro mit Versand. Jo, bin gespannt, ob es sich hält. Jo, mehr kann ich ja nicht sagen. Ne? Wir packen aus. Ich habe bisher nur aufgeschnitten, damit es schnell aufgeht. Und dann schauen wir mal einfach rein, wie es verpackt ist. Und was findet sich hier? Ein He-Man. Ich werde euch natürlich nochmal Nahaufnahmen anblenden. Ich bin kein He-Man-Sammler, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in dem Deal war der mit drin, also habe ich nicht Nein gesagt. Das ist sogar ein alter He-Man. Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon. Ich bin da überhaupt kein Experte in dem Ganzen. Motu ist nicht so mein Sammelgebiet. Der sieht noch gut aus. Die Füße sind steif. Wahnsinn. Der ist auch in einem richtig schönen Zustand. Also da bin ich echt erstaunt. Wahnsinn. Der Harnisch hinten ist offen. Ich denke mal, den kann man zumachen. Aber der ist ja unter Spannung. Ihr seht das ja hier hinten. Also richtig gut. Wow. So, und dann sehe ich auch schon das Goodie da drin. Ein T-Shirt vom Masters of the Universe. Absolut geil. Wahnsinn. Masters of the Universe offizielles T-Shirt. Gibt es hier ein Datum? Das ist jetzt von 2020, etwas neuerer. Aber Wahnsinn. Bin total geflasht. Dabei sollte es ja eigentlich um was ganz anderes gehen, das ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Gut, ich lege es jetzt nochmal ganz grob zusammen, damit wir das Motiv sehen. Wow, bin völlig begeistert. Was finde ich hier noch? Das muss der Schild sein von He-Man. Wie gesagt, ich muss jetzt nochmal alles prüfen lassen. Und dann, aber das ist nichts Aktuelles, das ist irgendwie, es ist wohl was Aktuelleres. Es gehört wohl nicht zu dem He-Man, aber es sind so Nachbildungen von zwei Schwertern. Beziehungsweise das ist eine Schwerthälfte und das ist ein Schwert. Das ist aber jetzt nicht das Zauberschwert sozusagen, was damals bei war. Aber trotzdem nicht schlecht. Und dann habe ich hier, und da kommen wir schon eher in diese Sache. Den kenne ich, sowas das kenne ich gar nicht. Ein Mini-Megatron hat sogar ein Rubbel-Logo an der Seite. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ihr seht, das ging eigentlich um Transformers. Ja, da ist ein Rubbel-Logo. Aber hier bei dem Megatron, den kenne ich gar nicht. Diesen Megatron mit Rubbel-Logo, Wahnsinn. Mini-Pistole. Ob er richtig verwandelt ist, weiß ich auch noch nicht mal, weil ich kenne diese Figur überhaupt nicht. Werde ich mich natürlich noch mal mit auseinandersetzen. Aber richtig cool. Also richtig cool. Ich werde ihn euch verwandelt auch noch mal zeigen. Und darum, wo es mir eigentlich ging, das ist hier drin. Und ist das Paket auch leer. Ist Ravage. Es ging um, jetzt verwandle ich ihn mal richtig. Obwohl leider ist ein Fuß abgebrochen. Das ist auch, das ist schade. Das hatte man nicht sehen können. Es ging um Ravage. Ein G1 Ravage. Hat auch kein Rubbel-Logo. Und auf jeden Fall, das ist schon etwas seltener, sind seine beiden Teile. Die fühlen sich auch ein bisschen anders an, als ich die in Erinnerung habe.
Ja, gut, ist leider dann ein unvollständiger Ravage. Ein Fuß fehlt, hat Metallbeine. Und wird entsprechend, ja, das Decepticon-Logo ist noch drauf. Die sind jetzt so ein bisschen geleiert. So wird er aussehen. Nicht schlecht. Ja, unabhängig davon, das war ein 14-Euro-Deal. Ich bin völlig erstaunt. He-Man werde ich jetzt nicht behalten. Ich bin jetzt kein großer Sammler von He-Man. Aber Wahnsinn. Ich bin völlig begeistert, denn ich muss sagen, aber das selbst der Ravage, um den es mir ging, ist leider nicht perfekt. Aber für den Preis trotzdem sein Geld wert. Ja, und jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu diesem kleinen Anzeigendeal? Gefällt er euch? Ja, da kann man wirklich nichts sagen. Die Goodies sind absoluter Hammer. Also lieber, ich schaue nochmal drauf. Mr. K, ich nenne dich jetzt nur mal K. Danke für das Ganze. Ich bin völlig begeistert. Ja, du hast mir echt eine kleine Freude gemacht, auch wenn es mir nur um diese kleine Figur ging, aber so einen kleinen Megatron habe ich noch nicht gehabt. Das ist Wahnsinn. Ja. Ne? Also nochmals danke. So, und jetzt, bevor ich schon wieder vergesse, ihr seid dran. Kommentare, was meint ihr? Was sagt ihr zu diesem Deal? Und ja, wir sprechen eben halt da unten. Ne? Ansonsten eine Glocke fürs Nicht-Vergessen fürs nächste Video. Die könnt ihr aktivieren und liken, teilen, abonnieren. Darüber freue ich mich am meisten. Und einschalten wieder. Bis zum nächsten Mal.